schönen guten Abend und ganz herzlich willkommen zur Heute-Show. Wir sind zurück aus der Winterpause. Dankeschön. Die Heute-Show. Erste Sendung im neuen Jahr 2013 und ich kann nur sagen, das Superwahljahr geht gleich gut los, denn in dieser Woche haben wir, ja, nicht weniger erlebt als eine politische Wiederauferstehung, meine Damen und Herren. Philipp Rösler ist wieder da, liebe Freunde. Ja! Alle Experten, alle sogenannten Experten hatten den armen Mann schon abgeheftet unter B wie bald arbeitslos. Ne? Und dann kam der Triumph von Hannover. In Niedersachsen holt die FDP, ich wiederhole, die FDP. Sekunde, kommt gleich. 9,9%. 9,9. Bei einer Wahl wohlgemerkt, ne? Nicht bei 5. Die Liberalen, die sind quasi durchgedreht an dem Abend. Was heißt, dass wir im Landtag sind und vielleicht auch in der Regierungsverantwortung bleiben? Ich freue mich, also wirklich. Unfassbar, ich hätte damit nicht gerechnet. Das ist unfassbar, die Trottel haben uns gewählt. Die FDP, wie bescheuert kann man sein? Nehmen wir ernsthaft, wer ist so bescheuert? Die hatten doch vorher total miese Umfragewerte. Das ist wie bei McDonald's und Dschungelcamp. Keiner will zugeben, dass das guckt oder hingeht. Und trotzdem haben sie Erfolg. Und bei der FDP ist auch so. Ich sage das seit Jahren. Ne? Die FDP ist exakt wie das Dschungelcamp. Also niveaulos und menschenverachtend. Nein! Nur Spaß, nur Spaß. Den Dschungel finde ich eigentlich ganz gut. Ja, ja. Schön doof, FDP. Ne? Den Rösler werdet ihr jetzt nicht mehr los. Ne? Hätte ihn mal vor der Wahl abgesägt. Jetzt bleibt der Parteichef und der Brüderle wird dafür irgendwas anderes. Unser Gesicht für die Bundestagswahl 2013. Wie ihr zu Recht sagt, auch der Kopf, der dahinter steht. Herr Rösler, wenn Herr Brüderle Gesicht und Kopf der Partei ist, was sind denn Sie? Müsst ihr jetzt raten, der Arsch? Parteivorsitzender? Ja, ist ja fast dasselbe. Ne? Ja, Sie haben ganz richtig gehört, Rainer Brüderle. Rainer Brüderle ist ab sofort das frische, unverbrauchte Gesicht der FDP. Deshalb ab sofort nicht im Heute-Show-Fanshop die Original-Brüderle-Gesichtswurst, meine Damen und Herren. Vorsicht, kann Spuren von Alkohol enthalten. Dabei hätte unser Rainer, nenne ich ihn mal, am Montag den Vorsitz vom Rösler quasi handstreichartig übernehmen können. Wollte nicht, hat gekniffen. Und jetzt hat die Journalie offenbar jeden Respekt vorm Rainer verloren. Haben sich möglicherweise viele in ihnen getäuscht und nicht daran gedacht, dass sie doch möglicherweise zu feige sind, um gegen den Parteivorsitzenden anzutreten? Also, erstens mal. Also, erstens mal hau ich dir gleich einen in die Fresse. Und zweitens, ja, ich bin zu feige. Ja, er hätte Parteichef sein können. Ne? Rösler hat ihm am Montag in einem geschickten Manöver den Parteivorsitz angeboten. Wollte nicht. Er hätte Chef sein können. Jetzt ist er Gesicht. Was ist das denn für ein Beruf, ne? Im Emsland ist das ein Schimpfwort. Ey, du Gesicht. Ne? Also da plant der Brüderle mit Kubicki und Niebel, das muss man sich vorstellen, jahrelang den Putsch, minutiös, den Putsch gegen Rösler. Und dann passiert im entscheidenden Moment das hier. Rösler räumt auf. Ja, hätte ihm keiner zugetraut, diese Härte. Ne? Der neue starke Mann in der FDP. Ne? Viele Umfaller sind jetzt auf einmal auf seiner Seite. Ich fand den Rösler immer schon super. Ne? Habe ich in dieser Sendung auch immer offen gesagt. Ja, da brauchen Sie gar nicht zu lachen. Da können Sie irgendeinen Heute-Show-Ausschnitt nehmen, bitte. Hey, Philipp Rösler ist total super. Ich behaupte, Philipp Rösler ist absolut Wahnsinn. Ehrlich, ah, da gibt es so viele schöne Erinnerungen. Siehste? Ich war immer Riesenfan. Ne?
Diese 9,9% in Niedersachsen sind auch Röslers Erfolg. Gut, sie basieren zu fast 100% auf armselig zusammengeschnorrten Leihstimmen von der CDU, aber es ist ein Erfolg. Es ist doch trotzdem ein Erfolg für den Philipp. Ne? Ach, übrigens, der kriegt heute Abend, kein Witz, einen Preis verliehen. In seinem Heimatbundesland, in der Mehrzweckhalle Braunschweig-Watenbüttel. Und die Laudatio hält kein geringerer als ein noch berühmterer Niedersachse, nämlich Dietmar Wischmeier, meine Damen und Herren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Preisträger, hochverehrte freidemokratische Parasiten, Hand aufs Herz. Wer hätte das vor einer Woche gedacht, dass unser Philipp dem Brüderle die Visage poliert und dann dieses zerknautschte Sofakissen auch noch als Gesicht der FDP präsentiert? Für dich wie für uns war doch der Fipsi immer nur der kleine Grinsepöter aus Niedersachsen. Ich weiß noch, wie Hans-Dietrich Genscher ihn für Gung aus der Lindenstraße gehalten hat oder Westerwelle ihn wegschickte zum Pizzaholen. Kurz danach hat ihm der kleine Rösler den Arsch bis hoch zur Brille aufgerissen und ist selber Parteivorsitzender geworden. Auch da haben noch viele gelacht und vor dem Thomas-Dehler-Haus Zahnpasta auf den Sitz seines Mofa-Rollers geschmiert. Wir alle haben ihn unterschätzt, über seine grottenschlechten Witze gegähnt. Wisst ihr noch, wie wir seine Parteitagsreden genannt haben? Wörterboarding. Und warte nur, Niebel, warte nur ein Weilchen, dann hat Big Fipsi auch dich bei deinem Genitalgebinde durch die Partei geschleift. Denn aus dem harmlosen Bambusschößling ist längst dein todbringender Speer geworden. Als er der CDU Niedersachsen den Lebenssaft aus den Urnen saugte, war das sein Gesellenstück. Im September aber wird er zum Meister. Und noch ehe der Wahlleiter dreimal gezählt hat, wird die leblose Hülle der Merkel-Partei auf den Müllhaufen der Geschichte landen. Meine Damen und Herren, aus Fipsi, dem lachenden Jungen von der Reisnudelpackung, ist endgültig ein politischer Kung-Fu-Krieger geworden. Dafür verleihen wir dir, lieber Philipp, heute das Ritterkreuz der deutschen Hähnchenmester. Herzlichen Glückwunsch, Philipp Rösler. Hat er sich gerade als Niedersachser absolut verdient. 9,9% haben die gekriegt. Ne? Und ich dachte immer, die FDP gefällt heutzutage nicht mal mehr den FDP-Wählern, oder? Am besten gefällt den FDP-Wählern die FDP, sagen nur 9%. CDU 80%, andere 10%. Nur 9% der FDP-Wähler mögen die FDP? Ja klar, warum soll ich auch eine Partei wählen, die mir gefällt? Ne? Damit rechnen die ja. Sonst noch Fragen? Falls Sie wissen möchten, was Theo Koll eigentlich so tut, wenn er gerade nicht dran ist. Nee, danke. Ich will jetzt lieber über die FDP-Wahlparty sprechen. Die fand statt in der kleinsten Kneipe von Hannover, was logisch ist, denn es konnte ja keiner ahnen, dass da was zu feiern gibt, meine Damen und Herren. Tierisches Gedränge in der Bude. Deswegen haben wir von der Heute-Show natürlich unseren besten Mann hingeschickt. Heute entscheidet sich nicht nur das Schicksal der FDP in Niedersachsen, sondern auch das von Philipp Rösler. Kein Wunder, dass die Heute-Show ihren besten Mann geschickt hat. Was machst du hier? Siehst doch eindeutig irgendwie, Olli Welke schickt den besten Mann hier hin. Ja, eben. Was sind die Vorteile von Philipp Rösler? Er ist, obwohl er nicht so aussieht, ein Niedersachse durch und durch. Was ja auch nicht jeder vermutet. Wer ist Ihrer Meinung nach schlagfertiger? Dem Kollegen müssen Sie gar nicht antworten. Der macht nur Spaß. Ich bin der richtige Reporter. Ja, wir sind heute zu zweit oder wie Rainer Brüderle sagen würde, zu viert. Wenn Sie jetzt eine Frau kennenlernen, was sagen Sie der, was Sie beruflich machen? Sie sagen ja nicht FDP-Politiker, oder?
Nein. Nee. Die FDP ist weit über 5% der Stimmen gekommen. Wer hat mehr Humor? Die FDP oder die Wähler? Auf jeden Fall die FDP. Denke ich. Ich bin noch nicht fertig mit dem Interview, ne? Ja, dann mach doch deine Frage, deine blöde Frage. Philipp Rösler ist nicht volkstümlich. Nee, er ist nicht volkstümlich. Er kommt bei den Leuten nicht an. Das ist, also seine Rhetorik kommt bei den Leuten nicht an, weil es ist halt die Art, wie er spricht, das überzeugt sie nicht. Aber ich finde. Aber Sie sind FDP-Wähler. Ja, ich bin FDP-Wähler. Ja, natürlich. Ja, wie gesagt, bescheiden optimistisch ist so ein bisschen. Das ist meine Kamera, ne? Okay. Ach, ihr seid ja ein Team sogar, das ist ja der Hammer. Nee, wir sind eben kein ihr Team. Ihr seid das Teamplayer, ist ja, das ja? Nee, sind wir nicht. Cool, okay. Wie die FDP in Niedersachsen. Ja, das ist ja. Philipp Rösler hat ja gesagt, er hört 45 Jahre mit der Politik auf. Aus heutiger Sicht ist Sicht, ey, eher ein Philipp, Philipp Rösler hat Philipp ja gesagt, in 45 Jahren hört er auch mit der Politik. Du hast es aus heutiger Sicht. Erstmal kann ich sagen, dass Christian Lindner im Oldenburger Land eine hervorragende Rede gehalten hat für unsere mögliche Partei als Mannschaft. Und ich will mal ehrlich sagen, ich weiß, das Innenleben von Christian Lindner kenne ich nicht, aber ich kenne ihn als tapferen Liberalen, der hier die Sache gut verteidigt hat. Olli Welker müsste man eigentlich mal die Ehrenmitgliedschaft in der FDP. Ja, definitiv. Weil der hat so tolle Werbung für uns gemacht. Der hat nämlich den Leuten die Gelegenheit gegeben, mal zu sehen, dass die FDP-Politiker ganz sympathische Leute sind. Alles klar. Ja, Olli, du Idiot. Wollen Sie Ihrem Kind später mal erklären, dass es mit Ihnen auf einer FDP-Wahlparty war? Darüber muss er sich nicht schämen, darüber kann man auch können stolz sein. Herr Werkner, Carsten Ballerist von der Heute-Show. Machen das später. Wir müssen Ihnen eine Frage stellen. Eine Frage, Herr Werkner. Wir müssen eine Frage stellen von der Lutz van der Horst, der Heute-Show. Eine ganz kurze Frage. Ich stelle mir die Frage. Mann, du Arschloch! Du hast es verbockt. Ich bin da vorbeigelaufen. Mensch, du hast es verbockt. Nein, ich hab's nicht verbockt. Du hast es verbockt, Mann. Und damit, ja, ist ja gut. Und damit gebe ich ab. Nee, ich gebe ab. Ich gebe ab nach Köln. Damit gebe ich ab, zurück nach Köln ins Studio. Damit würde ich gebe ab. Die Zeit haben wir jetzt nicht. Zwei unserer besten Männer, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Carsten van Rissen und Lutz van der Horst. Ja, wahnsinnig spannender Wahlabend, Wahlnacht in Hannover. Wer mir ja am Ende wirklich leid tut, ist der David McAllister, ne, von der CDU. So knapp eine Wahl zu verlieren. Ich habe gerade diese Woche gelesen, und das ist kein Witz, noch 40 Tage mehr im Amt und er hätte eine lebenslange Pension gekriegt. Mmh. Oh. Ja, dabei war der CDU-Ministerpräsident doch vor der Wahl noch so, ich möchte fast sagen, ekelerregend zuversichtlich. Merkel und McAllister auf der einen Seite und auf der anderen Seite Steinbrück und Weil. Und ich glaube, da bin ich an der Seite von Angela Merkel erheblich besser aufgehoben. Aber erheblich. Also bitte, Steinbrück und Weil, ich darf mal kurz lachen. Ja, jetzt lacht er nicht mehr. Das haben wir gelernt. Nur mit Muttis Popularität gewinnst du heutzutage keine Wahlen mehr. Albrecht Humboldt hat für uns den Wahlabend beobachtet, auf dem alten Röhrenfernseher im Kinderzimmer bei seiner Mutter. Albrecht, die erste Wahl im Jahr 2013, hat die schon Signalwirkung für die Bundestagswahl? Das ist eine interessante Frage, die leite ich direkt mal weiter. Die erste Wahl im Wahljahr 2013, entscheidet sich da im Grunde auch schon die Bundestagswahl? Na, die Bundestagswahl wird bei der Bundestagswahl entschieden. Hör doch auf! Da tat's auf dich auf! Also da wären wir ja in 100 Jahren nicht drauf gekommen. Nein. Also ich hab's ja immer gesagt, die wirklich Guten arbeiten alle beim Spiegel. Ja, hätten wir das geklärt. 11 Landtagswahlen, in Worten 11, hat Schwarz-Gelb jetzt schon vergeigt, trotz guter Wirtschaftsdaten. Woran liegt's, Albrecht? Ja, woran soll's wohl liegen? Am blöden Wähler natürlich. Ach so, die sind zu doof. Verstehe. Ich dachte, es liegt vielleicht daran, dass die Leute enttäuscht sind, dass in diesem Land trotz Rekordsteuereinnahmen so viele Menschen von ihrer Arbeit nicht leben können. Nein, die sind nicht enttäuscht. Die sind zu dumm, um aus dem Bus zu gucken. Hm. Uns geht es doch super. Dieses Pack da draußen hat so eine Kanzlerin doch gar nicht verdient. Jedes andere Land würde Angela Merkel mit Handkuss nehmen. Die könnte morgen, was weiß ich, Polen übernehmen. Gut, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel. Ja, ja, finde ich auch. Ja, oder vielleicht Holland. Nee, ist auch schlecht. Ist ja auch egal. Ja. Jedenfalls mache ich mir langsam ernsthaft Sorgen um die Frau. Meine CDU, unsere CDU war doch immer
ja eine Gewinnerpartei. Hm. Wir wussten ja noch nicht mal, wie man verlieren schreibt. Und jetzt sagt Angela plötzlich solche Sachen. Aber es hat eben knapp nicht gereicht. Aber heute wurde im Bundesvorstand richtigerweise gesagt, wir haben schon ganz anders verloren. Wir haben schon ganz anders verloren. Sind wir jetzt Axel Schulz oder was? Hauptsache dabei sein, also ich könnte wirklich kotzen. Naja, vielleicht wird es ein bisschen helfen, wenn sich Frau Merkel im Wahlkampf mal zu irgendeinem Thema zu einer regelrechten Meinung durchringen würde. Und noch verrückter, die einfach mal laut sagen, Albrecht. Nee, ich mache mir wirklich Sorgen. Unsere Kanzlerin verliert mehr und mehr von ihrer mädchenhaften Unbekümmertheit. Wovon? Nein, ganz ehrlich, ich glaube, die klappt uns bald zusammen. Also man merkt das immer daran, wenn ihre Mimik so gar nicht mehr zum Text passt. Der ganze Bundesvorstand der CDU heute war traurig, dass die es knapp nicht gereicht hat. Aber eigentlich war die Aufholjagd auch spannend. Kuckuck! Also die steht doch so kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Und dann tut's uns aber allen leid. Also ich muss sagen, wenn ich das Wirtstier für die FDP wäre, dann würden mir auch die Gesichtszüge entgleisen. Also wir sind uns einig, Albrecht, die CDU ist der große Verlierer der Woche. Was? Nein, das ist doch Blödsinn. Die großen Verlierer sind selbstverständlich die Piraten. Ach so. Ja, kaum war klar, dass die nicht in den Landtag kommen. Da wurden die im Wahlstudio behandelt wie der letzte Dreck. Hier sogar der Bundesvorsitzende der Piraten. Und bei mir steht schon Bert Schömer von den Piraten, aber weil wir für transparent sind, machen wir natürlich erst die erste Hochrechnung mit Jörg Schönborn. Das wäre ja auch noch schöner, wenn wir das nicht machen würden. Ja, das wäre ja auch noch schöner. Wer ist der Typ? Schmeiß den raus. Autsch. Ja, das tut weh. Das tut weh. Aber das wirklich Demütigende war ja gar nicht das Ergebnis, sondern dass die Piraten noch im Laufe des Wahlabends ihren eigenen Balken verloren haben. Hier, das ist der Moment, wo sie im ZDF zu den Sonstigen degradiert wurden. Die meisten von den Piraten hatten ja noch nie eine eigene Freundin und jetzt haben sie nicht mal mehr einen Balken. Ja. Da haben die aber schön doof geguckt. Haben die doof geguckt. Ja. Richtig doof. Ja. Ungefähr so doof? Albrecht, alles in Ordnung? Offenbar nicht. Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Schwierige Zeiten für Schwarz-Gelb. Jetzt haben sie endgültig die Mehrheit im Bundesrat verloren. Gut, auf einen Mann kann sich Merkel im Wahlkampf verlassen. Möchte sagen, auf ihren besten Mann. Auf Peer Steinbrück, meine Damen und Herren. Junge, war der erleichtert, dass das in Niedersachsen noch geklappt hat. Trotz seiner Mithilfe. Gut, im Nachhinein weiß der Peer auch, dass es jetzt nicht so eine gute Idee war, als Kanzlerkandidat mehr Geld für den Kanzler zu fordern. Inzwischen, ist Ihnen vielleicht auch aufgefallen, tritt er schon regelrecht devot auf. Und diesen Applaus am Wahlabend hier, diesen Applaus fand ich persönlich echt gemein. Ich will sagen, dass mir sehr bewusst ist, dass es aus der Berliner Richtung keinen Rückenwind gegeben hat. Es ist mir auch bewusst, dass ich maßgeblich dafür eine gewisse Mitverantwortung trage. Genau! Du bist schuld! Klatschen die! Ja? Du bist schuld, Flitzpiepe! Wir wollen Scharping zurück! Haben sie nicht gerufen. Hätten sie aber können. Eigentlich ein Wunder, dass die SPD in Niedersachsen gewonnen hat. Denn aus Berlin, von der Bundespartei, hat ja schon diese eine Sache gefehlt. Kein Rückenwind. Rückenwind? Der Rückenwind. Diesen Rückenwind. Rückenwind. Der Rückenwind. Kein Rückenwind. Kräftigen Rückenwind. Ja. Etwas Rückenwind. Kein Rückenwind. Kein Rückenwind. Rückenwind. Ein bisschen mehr Rückenwind. Gegenwind. Rückenwind. Das nenne ich Rückenwind. Bremsspuren war nicht da. Insofern macht das Rückenwind. Rückenwind war es auch nicht. Ja, dann war sie auch nicht mehr. Gut, damit ist klar, meine Damen und Herren, Peer Steinbrück gilt in der SPD jetzt ganz offiziell als Handicap. Ja. Natürlich. Die Ansprüche sinken. Es ist doch so. Sie holen das zweitschlechteste Ergebnis in Niedersachsen. Ja? Selbst nach popeligen 32%, in Niedersachsen heißt es bei der SPD, ja komm, aber dafür, dass wir mit Peer Steinbrück antreten, nicht schlecht. Ja?
armer Peer, ne? Der muss sich jetzt in einer Tour rechtfertigen. Der macht wahrscheinlich jeden Morgen sowas hier. Der neue devote Peer Steinbrück, meine Damen und Herren. Ich nehme es ihm noch nicht so hundertprozentig ab. Wir schalten jetzt mal live zu Ulrich von Hesen zur SPD-Zentrale in Berlin. Ulrich, was machen die Genossen jetzt mit Steinbrück? Wird er bis zur Wahl im Willy-Brandt-Haus an die Heizung gekettet, damit er keine Interviews mehr gibt? Schön wär's. Was die roten Verbrecher hier mit dem Mann machen, ist ja noch viel schlimmer. Die schicken den im Wahlkampf jetzt ständig zu Bürgern nach Hause. Gucken Sie sich das an. Da sitzt die arme Sau bei irgendwelchen Hiopies vor der Rollerschrankwand auf vollgefurzten Plastiksesseln und muss sich volllabern lassen von ganz normalen Menschen. Das müssen Sie sich mal vorstellen, als Peer Steinbrück, was der verdienen könnte in der Zeit. Da könnte ich echt heulen. Ja, ja, die haben so getan, als ob der bei irgendwem zufällig klingelt. Dann hat sich aber rausgestellt, das war eine SPD-Genossin. Igitt! Das ist ja noch schlimmer. Haben Sie gelesen, was der in der verwarzten Bude bei denen trinken musste? Eierlikör. Eierlikör, davon kann man sterben. Ja klar, wenn man sonst nur Pinot Grigio trinkt. Für Sie ist der Peer, wenn ich das richtig verstehe, also so eine Art Opfer. Ja, was denn sonst? Jedes Steinbrück-Interview wird auf die Goldwaage gelegt. Jedes Wort im Mund rumgedreht. Ich kenne das doch. Du kannst die harmlosesten Sachen sagen, was weiß ich, zum Beispiel, verdammte Scheiße, ich habe meinen Koks im Puff vergessen. Und sofort wird das negativ ausgelegt. Ist mir mehrfach passiert. Moment mal, es waren ja nicht die Journalisten, die ein höheres Kanzlergehalt gefordert haben. Das war der Peer schon ganz alleine. Statt sich mal zu freuen, dass wir noch Politiker haben, die ehrlich sagen, was sie denken. Ja, ich mag Geld und ich will mehr Geld. Warum denn nicht? Wenn ich einen farblosen Duckmäuser sehen will, schalte ich die Heute-Show ein. Der Steinbrück kann aber nicht mehr sagen, was er denkt. Der muss jetzt bis zur Wahl leider so tun, als wolle er zum Beispiel die Rente mit 67 wieder abschaffen, die er selber eingeführt hat. Diese ganze Heuchelei geht mir auf den Sack. Gerade hier beim ZDF. Da machen doch alle gerne mal eine schnelle Mark nebenbei. Hier, der Bruder vom Gottschalk. Der hat die Kohle säckeweise nach Hause geschleppt. Ja gut, Ulrich, das ist allerdings gerade ein ganz sensibles Thema bei uns im Sender. Zu Recht. Das mit der Schleichwerbung ist ja auch eine Riesensauerei. Jetzt mal ehrlich, wofür zahle ich denn GEZ-Gebühren? Ulrich, Sie haben nicht ernsthaft ein Audi-Shirt an. Bitte? Hab ich doch gar nicht. Wann hätte ich mir das denn auch anziehen sollen? Laut meiner Omega Seamaster-Uhr hätte ich ja gerade mal 3 Sekunden Zeit gehabt, mich umzuziehen. Tolles Teil übrigens. Super Preis. Aber warten Sie nicht zu lange mit dem Anrufen. Wir haben nur noch 3000 Stück Vorräte. Ulrich, ich kann es nicht beweisen, aber kann es sein, dass diese Schalte nichts mehr mit Peer Steinbrück zu tun hat? Doch, doch, doch. Da gibt's einen klaren Zusammenhang. Alle regen sich doch furchtbar auf, weil Peer Steinbrück und die Gottschalk-Brüder gerne Geld verdienen. Und ich frage, haben wir denn wirklich keine anderen Probleme in diesem Land? Wo er recht hat, Ulrich von Hesen, meine Damen und Herren. So, genug vom schnöden Mammon, liebe Freunde. Lassen Sie uns über christliche Werte sprechen. In Köln, Sie haben es vielleicht gelesen, ist eine vergewaltigte Frau von 2 katholischen Krankenhäusern abgewiesen worden. Ja. Weil die Krankenhäuser offenbar nicht die Pille danach verschreiben wollen. Ist übrigens keine Abtreibungspille, ist ein Verhütungsmittel. Ich bin nicht vom Fach, aber dieses Abweisen so einer Frau, ist das denn christlich? Also ist eine Frau in großer Not, die klopft an einer Tür und sagt, ich brauche Hilfe. Was hätte Jesus in dem Moment getan? Also Jesus ist ja kein Mediziner gewesen. Ja, völlig richtig. Ne? Also, wenn Sie mal vergewaltigt werden, klingeln Sie besser nicht bei Jesus. Aber jetzt mal ehrlich, katholische Kirche, geht's noch? Höchste Zeit für eine weitere Folge unserer Rubrik. Wollen die Katholen eigentlich, dass die Leute massenhaft aus der Kirche austreten oder was ist da los? Ich frage mal lieber jemanden, der sich auskennt, nämlich unsere diensthabende Heute-Show-Quotenkatholikin Tina Hausten, meine Damen und Herren.
Bibel TV Heute Show Edition. Ja, Tina, das ist ja ungeheuerlich, was da in Köln passiert ist. Man kann es nicht fassen. Lassen Sie es mich in einem Gleichnis erzählen. Dem Gleichnis vom barmherzigen Sanitäter. Es begab sich zu einer Zeit, in der kaum noch jemand in die Kirche ging. Aber die Kirche rätselhafterweise immer noch in Schulen und Krankenhäusern das Sagen hatte. Obwohl die vom Staat finanziert wurden. Klingt bescheuert, war aber so. In dieser Zeit nun kam eine vergewaltigte Frau an die Pforte eines katholischen Krankenhauses und wurde abgewiesen. Dann zu noch einem. Da wurde sie wieder abgewiesen. Ende. Was ist das denn für ein bescheuertes Gleichnis? Und warum dürfen die das? Wo leben wir denn? Tja, Oliver, wo? Und wo ist der Bus mit den Ungläubigen, die das interessiert? Ach, außerdem hat das Krankenhaus doch inzwischen alles erklärt. Es ist aber so, dass die Patientin bzw. die Ärztin dort wohl gesagt bekommen hat, die Patientin könnte doch nicht behandelt werden. Das bedauern wir sehr, weil das ist einfach eine Aussage, die nicht hätte getroffen werden dürfen. Ganz genau. Diese ehrliche Aussage war völlig unnötig. Laut Kirchenvorschrift hätte man die Frau natürlich wortlos vom Hof jagen müssen. Darf ich doch noch mal kurz zurückkommen auf meine neue Lieblingsrubrik? Wollen die Katholen eigentlich, dass die Leute massenhaft aus der Kirche austreten oder was ist da los? Die groß angekündigte Studie zur Aufklärung der Missbrauchsfälle haben Sie auch gestoppt. Hier der geschasste Institutsleiter. Im Ergebnis hat die Kirche von uns verlangt, dass sie alle Texte überprüfen kann, Änderungsvorschläge machen kann und wenn wir nicht mitspielen, dass sie dann die Veröffentlichung verbieten kann. So etwas nenne ich Zensur. Das ist in Deutschland nicht möglich. Ja, in Deutschland nicht. In der Kirche schon. Und wie das wieder dargestellt wird, ja? Die Kirche wollte lediglich in der Studie von Dr. Pfeiffer ihre eigene Sicht der Dinge mit abgedruckt sehen. Da steht dann zum Beispiel so was Kritisches über Missbrauch und so. Und die Kirche darf daneben dann schreiben, was weiß ich, gar nicht, bla bla, selber oder einfach mal ein Smiley zur Auflockerung. Ist doch süß. Ja, von wegen süß. Die spielen jetzt auf Zeit. Wahrscheinlich wollen die den noch lebenden pädophilen Priestern über die Verjährungsgrenze helfen. Exakt. Die helfen denen. Und Sie haben vorhin noch behauptet, die Kirche würde den Leuten nicht helfen. So, und jetzt noch was Heiteres, liebe Gemeinde. Schwester Hausten, meine Damen und Herren! Ja. Bibel TV in der Heute Show Edition. Ich muss dazu sagen, ich tanze sonst viel besser. Es ist nur diese Grippe, meine Damen und Herren. So, ach, spart's euch doch. In unserer Winterpause, liebe Zuschauer, ist ja wirklich etwas schier Unfassbares geschehen. Stellen Sie sich das bitte mal vor. Der Berliner Flughafen wird auch 2013 nicht fertig. Ja gut, war eigentlich gar nicht überraschend, aber Klaus Wowereit hat knallhart Konsequenzen gezogen. Also, er bleibt natürlich regierender Bürgermeister, ist klar. Gut, und er bleibt auch im Aufsichtsrat. Also eigentlich hat er gar keine Konsequenzen gezogen. Dafür hat er neuerdings, man muss sagen, fast schon selbstkritische Momente. Selbstverständlich überprüft man sich selber. Selbstverständlich geht man in sich. Und selbstverständlich trifft man da keinen an. Ja, der Wowi. Der Wowi gibt sich selbstkritisch. Null Konsequenzen. In Berlin geht es nur noch um die Schuldfrage. Keiner glaubt mehr daran, dass da wirklich was draus wird. Erde an Berlin, vergesst es einfach. Das kann nichts mehr werden mit diesem Flughafen. Zumindest nicht in naher Zukunft. Captain Picard, wir haben endlich die Erde erreicht. Gute Arbeit, Data. Wir haben allerdings kaum noch Sprit. Und wo sollen wir dann landen? Die einzige Möglichkeit, auf der Erde zu landen, ist Berlin-Brandenburg. Da hat doch der Wowereit 2013 einen Flughafen gebaut. Und welches Jahr haben wir heute, Lieutenant Data?
Wir schreiben das Jahr 3745. Mist, dann ist der Flughafen immer noch nicht fertig. Wo war ich? Dein Flughafen ist scheiße! Ja, der Wovi-Fanclub besteht noch aus ziemlich genau einer Person. Was ist bloß los in unserer schönen, kaputten Hauptstadt? Wir schalten mal live nach Berlin zu Dennis Knossalla. Dennis, wo sind Sie denn da genau? Ja, wie wo? Bei Wovi. Das hier ist das Aufsichtsratsbüro der Flughafengesellschaft. Hier hat Wovereit bis zu seinem Rücktritt, ja, sagen wir mal, gearbeitet. Ja. Wow, das Aufsichtsratsbüro von Wovereit. Wie sind Sie da denn reingekommen? Berliner Flughafen halt. Die Türschlösser funktionieren noch nicht. Ah. Nächste Woche zieht dann Matthias Platzek hier ein. Ja, bis dahin muss wohl noch ein bisschen durchgefeudelt werden. Ja. Oh, da ist ja noch ein bisschen Sekt drin. Sagen Sie mal, Dennis, hat der Wovi da denn überhaupt, soweit Sie das erkennen können, was beaufsichtigt oder möglicherweise sogar irgendwas geplant? Ja, na klar. Hier, seine Bauzeichnung. Gucken Sie mal, da hat er sich selber mit drauf gemalt. Ja, natürlich hat er das, natürlich. Ja, dieses Partybüro da erklärt vielleicht auch die etwas wirklichkeitsfremden Interviews, die der Wovi mittlerweile so gibt. Hier. Es ist nicht so dramatisch, wie viele immer sagen, dass die ganze Welt nur noch über Berlin lacht. Das ist auch Quatsch. Der Typ macht mich fertig. Der muss für immer Bürgermeister bleiben. Naja, bleibt er ja auch. Hier, sogar Architekten aus Papua-Neuguinea unterhalten sich über Berlin. Die Jungs bauen ihre Hütten aus Spucke und Kuhscheiße, aber die werden fertig. Ja. Dennis, ich behaupte, es gibt Hoffnung. Die Flughafengesellschaft überlegt doch jetzt, habe ich gerade gelesen, in ihrer Verzweiflung, regelrechte Experten zu holen. Also Leute, die schon mal einen Flughafen gebaut haben. Ja, aber das wird alles nichts ändern. Denn die eitlen Politiker, die kriegst du ja trotzdem nicht raus aus den Aufsichtsräten. Und Politiker können nachweislich nicht rechnen. Ich weiß nicht, ob man denen im Bundestag was ins Trinkwasser mischt, aber ganz viele Politiker leiden an Dyskalkulie. Eins und eins ist eins und nicht drei. Ja. Vielleicht ist es das Trinkwasser. Aber er hat dafür sehr selbstbewusst vorgetragen. Es ist aber doch ein Wahnsinn. Hauptstadtflughafen, Stuttgart 21, Elbphilharmonie. Alles wird im Moment viel, viel teurer als vorher geplant. Warum sind wir Deutschen denn auf einmal so doof geworden? Tja, wer so blöd ist, Politiker in Aufsichtsräte zu lassen, hat's halt nicht besser verdient. Finden wir uns damit ab. Wir können nichts mehr. Also lassen wir es doch einfach. Wir werden wieder Jäger und Sammler. Hallo Steinzeit, pflücken den ganzen Tag Blaubeeren und kacken vom Baum. Gut, in weiten Teilen von Berlin würde sich da ja nicht viel ändern. Dennis, hat Wovereit vielleicht da irgendwo im Büro noch spannende Akten zurückgelassen? Sekunde, ich... hier. Nein. Schade. Dennis Knossalla, meine Damen und Herren, vielen Dank. So. Diese Woche war goldene Hochzeit. 50 Jahre Élysée-Vertrag, meine Damen und Herren. Ah. Gut, zugegeben, die Regierung in Berlin und Paris verstehen sich aktuell auch nicht viel besser als, sagen wir mal, die Van der Vaarts. Aber das kann man bei so einer Familienfeier, 50. Jubiläum, ruhig mal für ein paar Stunden unter den Teppich kehren, Oma zuliebe. Deswegen sage ich im Brustton der Überzeugung. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Was? Feindschaft? Was haben wir denn jetzt schon wieder gemacht? Was? Ach, Freundschaft, ach so. Der ist aber auch schwer zu verstehen, der Typ. Haben wir nicht mal einen guten Übersetzer? Einen von NTV vielleicht? Also ich möchte Angela natürlich das Wort geben dazu. Was nicht einfach ist, ist die zu überzeugen. Das ist nicht so einfach. Aber zwischen uns stimmt die Chemie, ohne dass wir Strom jetzt, weil der Strom geht nicht durch, sagt man auf Französisch. Wir brauchen aber keinen zusätzlichen Strom, damit es stimmt, die Chemie zwischen uns.
Onkel und ich brauchen keinen Strom, um Spaß zu haben. Knick, dack, ding, dong. Ja, anschließend ging es zur Feierstunde in den Bundestag. Dort sprach unter anderem Gregor Gysi, also unser ostdeutscher Louis de Funès. Und ich wette, der alte Pazifist hat dem Hollande ordentlich einen mitgegeben. Ne, wegen Militäreinsatz in Mali und so. Wissen Sie, es gibt kleine Hotels in Frankreich, da kriegt man ein Croissant, ein Klacks Butter und ein Klacks Marmelade. Das ist ja ganz nett, aber noch kein Frühstück. Wir Deutschen können besser frühstücken. Jetzt ist ja wohl alles zu spät, Freunde. DDR-Bürger lästern über französisches Essen? Hallo? Wie war denn euer Frühstück, Gregor? Ne? Bei euch gab es zum Frühstück Asbest und ein Foto von einer Banane. Ne? Aber im Grunde hat er ja nicht Unrecht. Die Franzosen könnten wahnsinnig viel von uns Deutschen lernen, also was Esskultur angeht. Sie würden Rosmett essen? Ich immer. Auch wenn Sie wissen, dass da eventuell... Ich esse alles. Ich habe schon alles gegessen. Und was soll ich sagen? Das sieht man auch. Das war die frankophobe Ausgabe der Heute-Show. Jetzt kommt L'Aspekte. Wir